Fantastisch, herzlichen Dank für diese tolle Einlage, die zeigt, ja, tatsächlich, wir haben etwas, das uns irgendwie innerlich verbindet. Körper, Geist, Seele, wir haben einen Ausdruck, den wir bekommen von Gott. Und ich hoffe, dass ich das im Laufe dieser Predigt zeigen kann, dass da auch ein theoretischer Hintergrund besteht. Ich bräuchte noch einen Notenständer, das wäre fantastisch. Dann lege ich aber jetzt schon mal los. Letzten Sonntag kamen meine Teenager zu mir und sagten, Papa, das kannst du doch nicht machen. Sonntagmorgens, ja, Gottesdienst, du predigst und was machst du? Grammatikunterricht. Ich wollte nur klarstellen, doch, kann ich. Wir machen heute auch noch weiter. Ich habe aber auch an diejenigen gedacht, die vielleicht wirklich mit traumatischen Erlebnissen aus der Schule raus sind. Wir können einen Deal einlegen, also ihr könnt euch gleich mal die netten Farben angucken oder ihr schaltet ein bisschen ab. Und wenn es dann soweit ist, sprecht dann mit dem Nachbarn ab, der stupst euch dann so ein bisschen an und dann geht's weiter. Also wir haben letztes Mal über diesen Satz nachgedacht und das sprachlich auch ein bisschen hinterfragt. Es gibt ja die Hauptaussage, du sollst lieben, den Adressaten, den haben wir erfahren, den Herrn, deinen Gott, das ist alles sprachlich geschehen letztes Mal. Und dann dieser Zusatz, der erste Teil einer Auflistung, wie von ganzem Herzen, eine adverbiale Bestimmung der Art und Weise. Das Herz, das Innerste des Menschen, das war letztes Mal das Thema. Heute geht es darum, was folgt als nächster, als zweiter Punkt, die Auflistung mit deiner ganzen Seele. Eine andere Übersetzung sagt, von deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Seele. Das hier ist auch ganz interessant. Es ist ja der zweite Teil dieser Auflistung. In diesem Fall fragen wir nicht wie, sondern womit. Und damit ist es ein Objekt, das im Dativ steht. Und dieses Objekt, das hat interessanterweise einmal das Possessivpronomen deiner. Dieses deiner bezieht sich oben auf das du, das bezieht sich also auf ein Nomen, das vorher genannt wurde. Damit sind wir gemeint. Und es hat ein Adjektiv, das haben alle Auflistungen in dieser Form mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganzer Kraft. Und ganz ist ein Adjektiv. Aber Adjektive lassen sich normalerweise steigern. Dieses nicht. Ganz, ganzer, ganzer, ganz geht nicht. Ganz ist schon in sich gesteigert. Das ist die höchste Form. Nicht wie groß, größer, am größten. Und das finde ich sehr spannend, wie die Bibel so tiefe Wahrheiten sprachlich und inhaltlich kombiniert. Also wenn man darüber nachdenkt, man kann ja viel reden und wenig sagen. Bei Gott und bei Jesus ist es anders. Jesus sagt hier wenig, aber gleichzeitig wunderbar viel. Und diese Komplexität, diese Dichte von Inhalt und Sprache, das fasziniert mich. Ich glaube auch, Gott muss irgendwie die Sprache erfunden haben. Sonst wäre diese Komplexität nicht gegeben. So, jetzt stupst mal euren Nachbarn an, wenn der jetzt kurz eingeschlafen ist. Ende des Grammatikteils. Wir sollen und wollen heute vier Fragen thematisieren. Erstens, das wurde gerade schon angesprochen, was ist eigentlich die Seele? Mal kurz drüber nachdenken, ob ich das beantworten kann. Zweitens, wir gucken mal, ob es einen Unterschied gibt zwischen Herz und Seele und wenn ja, wo der liegt. Drittens, wie soll denn meine Seele, wenn es die denn gibt, Gott lieben? Und viertens, welche Auswirkungen hat das? Also wie merke ich das? Welche Folgen hat das in meinem Leben? Was ist die Seele? Unser Leben kann man aufteilen in einen äußerlichen Bereich. Da würden so Dinge drunter fallen wie der Beruf, den ich ausübe, das, was ich so zu leisten imstande bin, mein Verhalten in der Öffentlichkeit, privat, in der Familie. Wofür stehe ich? Wofür bin ich bekannt? Was ist so mein Ruf nach außen hin? Mein Aussehen, meine Freunde, meine Finanzen, also all das, was mein äußerliches Leben angeht. Und daneben habe ich aber auch etwas, was versteckt ist, was nicht sichtbar ist. Das sind so meine Motive, das sind meine Wünsche, meine Hoffnungen, die stehen mir nicht auf der Stirn geschrieben. Gedanken, meine Ziele, all das, was irgendwie innerlich abläuft, was aber nicht nach außen dringt. Es sei denn, ich äußere das durch Verhalten oder durch Worte. Und das kann man so unterteilen. Äußerliches Leben, sichtbares Leben, innerliches Leben, unsichtbares Leben.
Und wir sprechen da von Körper und Seele. Und manchmal kennen wir Menschen, vielleicht in gewissen Situationen, wo man merkt, da ist eine Ähnlichkeit oder ein Gleichgewicht zwischen Körper und Seele. Die sind, sagen wir, mit sich im Reinen. Kennt ihr diesen Ausdruck? Das merkt man. Es gibt aber auch Menschen, und vielleicht kennen wir auch uns selbst in Situationen, wo unsere Seele und unser Körper in ein Ungleichgewicht geraten und das Äußerliche ganz anders aussieht als das, was wir innen drin fühlen. Da gibt es eine Diskrepanz, eine Ungleichheit, ein Ungleichgewicht, das uns manchmal ganz schön belasten kann. Ich möchte einen Text lesen aus 1. Mose. Da begegnet uns nämlich dieser Begriff der Seele. 1. Mose, Kapitel 2, Abvers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Also irgendwie ein bisschen trist und öde. Aber dann, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da begegnet uns dieser Begriff. Gottes Ruach oder seine Neshema, sein Atem, der macht unbelebte Materie. In diesem Fall ist es einfach Staub. Ja, ihr könnt mal gucken, das kann aus Staub entstehen. Der macht unbelebte Materie zu einer lebendigen Seele. Und Seele wird hier mit dem Begriff Nefesh übersetzt. Und dieses Geheimnis der Entstehung des Lebens setzt sich bis heute fort. Und zwar immer dann, wenn Ei- und Samenzelle verschmelzen und aus biologischen, unbelebten Bestandteilen, aus Materie, ein lebendiges Wesen entsteht. Und zwar derart lebendig, Eltern können das super nachvollziehen, mit einem persönlichen, eigenen Aussehen, mit ganz speziellen Fertigkeiten, Begabungen, einem eigenen Willen, der wird besonders mit zwei deutlich, einem eigenen Charakter, eben einer eigenen, lebendigen Seele. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Seele und Herz? Manchmal vermischt sich das ja, ne? Gerade sagte Vicky auch, legt mal die Hand aufs Herz, wir gucken, ob die Seele da wohnt. Keine Ahnung, ob sie da wohnt. Ich glaube, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Ähnlichkeiten, aber sie meinen nicht dasselbe. Das Herz ist so der Entscheidungsträger, das ist die Zentrale. In unserem Herzen, also nicht im biologischen, sondern in dem, was wir metaphorisch meinen, werden Daten von unserem Verstand, unsere Gefühle, die Erfahrungen, unser Wissen, der Glaube, die werden da gesammelt, die werden da ausgewertet. Und dann entsteht so etwas wie eine Herzenshaltung, eine Einstellung zum Leben, zum Menschen, zu Gott, zu meinem Partner, zum Leben insgesamt. Die Seele ist ein Teil von uns, aber in der Seele wohnen meine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Ich glaube, die Seele ist die Antriebskraft des des Menschen. Wenn unser Herz die Zentrale ist, wo alles verarbeitet, gebündelt und eine Entscheidung getroffen wird, dann ist die Seele dafür verantwortlich, dass wir in Bewegung kommen. Die Seele beeinflusst unser Denken, unsere Handlungen, unsere Ziele und damit auch natürlich unsere Herzenshaltung. Nefesh bedeutet, hat mehrere Bedeutungen, unter anderem Atem. Also der Atem, der durch uns durchströmt, die Atemwege, aber auch Kehle und Schlund. Das heißt, diese Seele steht somit für das Leben insgesamt. Sowohl für den Sauerstoff, den wir zu uns nehmen, wie auch für die Nahrung. Und man kann Nefesh auch übersetzen mit Durst, Hunger, Gier und Verlangen. Und wenn man noch weiter geht, also den Radius erweitert, steht Nefesh auch für Leidenschaft, Gefühle, Sehnen, Zuneigung. Das werden wir etwas später etwas genauer uns anschauen. Es gibt ein Erklärungsmodell, das gefällt mir ziemlich gut. Das habe ich aus Hüter meiner Seele, John Ortberg. Und der zeigt und versucht zu verdeutlichen, was genau, wie genau kann man sich das vorstellen. Und er sagt, der Mensch
besteht aus mehreren Bestandteilen. Den kennen wir alle. Wir haben einen Willen, der ist da, bei einigen stärker ausgeprägt, bei anderen etwas schwächer. Dann haben wir als nächsten Kreis einen Verstand. Einige verstehen jetzt, warum ich kein Kunstlehrer geworden bin, obwohl ich das gar nicht so schlecht finde. Als nächsten Kreis unseren Körper. Und als letzten konzentrischen Kreis die Seele. Und vielleicht ist das ein Modell, das dich so ein bisschen verwirrt, weil du bis jetzt gedacht hast, die Seele ist irgendwie was Klitzekleines, ganz tief in uns drinne. Hier wird der umgekehrte Weg bestritten. Man sagt, also Ortbert sagt, unser Wille ist da, den können wir, wir haben unseren Verstand, wir haben den Körper und die Seele bringt alles zusammen. Sie umfasst das alles. Was interessant ist, diese ersten drei Bereiche von uns, die sind begrenzt. Unser Wille ist begrenzt. Wir können uns Sachen vornehmen und sagen, ja, das ziehe ich jetzt durch. Mal gucken, wer sich am Anfang des Jahres gesagt hat, ich mache eine Diät oder so. Und wie lange die gehalten hat. Vielleicht hält sie auch noch. Also der Wille ist da, wir können auch Sachen damit durchsetzen, aber er ist auch begrenzt. Wir kommen an unsere Grenzen und manchmal ist unsere Willenskraft nicht stark genug. Und dann geben wir Vorhaben auch auf. Genauso auch unser Verstand. Wir können uns ganz viel merken. Unser Kurzzeitgedächtnis ist manchmal hervorragend. Aber wir vergessen auch Sachen. Ne? Aber nicht nur das Vergessen ist eine Grenze, sondern wir können uns ja auch nicht zwingen, Sachen nicht zu denken. Manchmal denken wir schlecht über Menschen, obwohl wir das gar nicht wollen. Das kommt einfach. Und wir können das nicht kontrollieren. Genauso auch unser Körper. Den können wir noch am ehesten kontrollieren über unseren Willen, mit dem Willen. Und trotzdem hat auch der Grenzen. Das haben wir gerade gehört. Krankheit, Hunger, Durst, Erschöpfung, das sind Grenzen. Die Seele versucht aber, das alles in ein Ganzes zu führen und zusammenzufassen. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Was unser Leben in jedem einzelnen Augenblick in Gang hält, ist unsere Seele. Es sind nicht die äußeren Umstände, unsere Gedanken oder Absichten oder vielleicht unsere Gefühle, sondern es ist unsere Seele. Die Seele ist der Aspekt unseres Wesens, der Dinge zueinander in Beziehung setzt, sie in ein übergeordnetes Ganzes einfügt und alles mit Leben füllt, was in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens passiert. Sie ist das Lebenszentrum des Menschen. Spannende Aussage. Vielleicht lasst das so ein bisschen auf euch wirken, nehmt das mit. Als Gegensatz dazu wird heute in der Psychologie, in der Psychoanalyse zunehmend die Existenz einer Seele abgestritten, verleugnet, abgelehnt. Und man sagt, wenn es die Seele nicht gibt, muss es ja einen Ersatz geben, einen Ersatzbegriff. Und dieser Ersatzbegriff ist meistens das Ich oder das Selbst. Das bedeutet, immer mehr Menschen lehnen die Existenz eines Schöpfers ab und damit wird der Mensch losgelöst von seinem Schöpfer. Das Problem dabei ist, eine Nefesh, eine Seele von Gott gegeben, existiert, lebt nur in Abhängigkeit von einem Gegenüber, nämlich diesem Schöpfer, der ihm, der Seele, diesen Atem einbläst. Ein Selbst, ein Ich dagegen meint, es bräuchte kein Gegenüber. Und da gibt es sehr spannende Studien mittlerweile, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit unserer Generation an Depressionen zu erkranken 3-mal höher ist als die der Generationen davor. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Menschen die Existenz von einer Seele verleugnen. Und irgendwie kann dieses Selbst und dieses Ich, das man dagegen aufgebaut hat, als Ersatz diese Last, die auf der Seele liegt, nicht tragen. Es kann sie nicht tragen, weil eine Seele Hilfe und Zuflucht bei Gott sucht. Ein Selbst, ein Ich dagegen, hat niemanden, den es aufsuchen kann. Wie kann meine Seele denn eigentlich Gott lieben? Ich habe den Willen, ich habe den Verstand, ich habe meinen Körper. Wie kann ich denn meine Seele steuern?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, dass unsere Seele der einzige Teil ist, im Gegensatz zu diesen drei anderen, der grenzenlos ist. Während unser Körper, der Verstand, unser Wille begrenzt sind, wie schon in den Beispielen genannt, sind die Wünsche, sind die Begierden, ist das Verlangen unserer Seele grenzenlos. Unsere Seele ist im wahrsten Sinne des Wortes, das zeigt ja auch das hebräische Ursprungswort, gierig. Dafür steht sie. Sie ist gierig. Wonach? Sie giert nach Atem, nach Nahrung, nach Genuss, nach Zuneigung, nach Beschäftigung, nach Belustigung, nach Sinn und Aufgabe. Und das ist kein Funktionsfehler. Also die Seele hat sich nicht merkwürdig entwickelt in dieser gefallenen Schöpfung. Nein, Gott hat sie so geschaffen. Gott wollte, dass sie so funktioniert. Das Problem von uns ist, wir leben in einer Gesellschaft, die seelenfeindlich ist. Dazu möchte ich einen zweiten Text lesen, dieses Mal einen von Jesus, den er den Menschen damals erzählt hat. Lukas 12, Abvers 13 bis 21. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Ein Alltagsproblem. Zwei Brüder, die sich nicht verstehen, die in Streit geraten. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht. Hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich, Geistesblitz, sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen und dann werde ich zu meiner Seele sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben, deine Seele von dir zurückgefordert werden. Wem wird wohl dann gehören, was du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Ich glaube, dieses Gleichnis verdeutlicht unser Problem, unser Dilemma auf eine ganz eindrückliche Art und Weise. Die Seele ist von ihrer Natur her gierig. Sie will immer mehr. Sie trägt eine unstillbare Sehnsucht nach Erfüllung und nach Befriedigung in sich, in uns. Und diese Sehnsucht, die spüren wir, die spürt jeder. Das ist der Antrieb, der uns in Bewegung versetzt. Das ist der Grund, warum wir uns Ziele setzen, warum wir etwas erreichen wollen, warum wir etwas besitzen wollen, warum wir etwas für uns wollen. Der Ausgangspunkt war ein Streit. Wer bekommt was? Und dann nimmt Jesus diese Alltagssituation, finde ich fantastisch, toller Lehrer, und bezieht die anderen Zuhörer mit in diesen Kontext und sagt: Nehmt euch in Acht vor Habgier. Ja, aber die Seele ist doch gierig. Wieso sagt er das? Dieses Gleichnis zeigt einen erstens reichen, wohlhabenden Mann. Zweitens, wie reich er ist, wissen wir nicht genau, er hat mehrere Felder, nicht nur eins. Und diese Felder haben einen sehr guten Ertrag. Das bedeutet, er hat Überfluss, er hat Reichtum, er hat mehr als genug. Und jetzt stellt sich die Frage: Was mache ich mit diesem mehr als genug? Ich weiß ja gar nicht wohin, sagt er selber. Also, was tut die Seele? Sie sagt: Das ist alles meins, ich will es behalten, ich baue größere Scheunen. Ich sichere mir diesen Überfluss. Dieses zeigt genau das, was wir herausgearbeitet haben. Die Seele ist in ihrem Wesen, von ihrem Wesen her, grenzenlos in ihrem Wollen, in ihrem Verlangen. Das Problem dabei ist, und das möchte Jesus hier zeigen: Besitz, Gegenstände, Reichtum, Luxus, ein neues Auto, ein Haus,
dieser Job, den ich mir rausgesucht habe, das eine besondere, unglaublich gute Handy, können und werden das Verlangen, das da drin ist, nicht befriedigen, nicht zufriedenstellen. Jesus schließt das und sagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist. Das scheint keine Lösung zu sein und der nicht reich ist in Gott. Nochmal, diese Gier, dieses Verlangen, dieses Habenwollen, das ist nicht das Problem der Seele. Dieses Verlangen, diese Gier der Seele sollte uns eigentlich, und das sagt Jesus hier im letzten Satz, auf Gott hinweisen, reich in Gott. Das Problem besteht vielmehr darin, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung uns unsere Sehnsüchte mit den falschen Inhalten füllen. Mit unserem Verstand, mit unserem Körper, mit unserem Herzen klammern wir uns an Dinge, die unsere innere Sehnsucht der Seele stillen sollen. Und das, sagt die Bibel, ist Götzendienst. Denn jedes Mal, wenn ich versuche, diese Sehnsucht durch irgendeine Sache hier aus meiner Welt zu stillen, ersetze ich das Verlangen, die Sehnsucht nach Gott durch einen Gegenstand. Dann lasse ich es zu, dass irgendeine Begierde, irgendeine Sache, irgendetwas, was ich mir als Ziel gesetzt habe, einen höheren Stellenwert einnimmt als Gott. Wie kann ich das vermeiden? Meine Seele ist so. Ich kann meine Seele nicht ändern. Ich lebe in dieser Welt. Es gibt genug Sachen, die mich anreizen, die ich gerne haben möchte. Wie kann ich vermeiden, wie kann ich verhindern, dass meine Seele sich an falsche Dinge hängt? Wie kann ich das Gebot befolgen, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit ganzer Seele lieben? Ich glaube, die Antwort ist die, dass ich so nah wie möglich an Gott heranrücke. Ich weiß, das klingt wahnsinnig fromm jetzt in diesem Moment und tiefgründig. Wie kann man das tun bei einem Wesen, das unsichtbar ist, das man nicht anfassen kann, den man nicht umarmen kann, der körperlos ist, der nicht greifbar ist? In Jeremia 29 spricht Gott zu seinem Volk, die genau das Gefühl hatten. Die waren in Gefangenschaft, sie fühlten sich von Gott verlassen, sie fühlten ihn nicht, sie sahen ihn nicht, sie konnten ihn nicht anfassen. Sie wussten nicht, wo er geblieben ist, er sprach nicht zu ihnen. Und dann spricht Gott durch Jeremia Folgendes, Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, sprach Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schicken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich finden lassen, spricht Jahwe. Das ist ein Versprechen, das von dem Gott stammt, der sagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Gott ist in seinem Wesen unveränderlich, deswegen gelten diese Worte an das Volk Israel genauso auch uns. Wenn ich Gott nah sein will, dann muss ich ihn suchen. Dann muss ich nach ihm fragen. Dann muss ich die gute Nachricht lesen, seine Bibel, das Wort Gottes. Ich muss vielleicht auch mal in die Stille gehen, mein Handy ausschalten, weg vom Internet, den Fernseher ausmachen, weg von Menschen oder Terminen und in der Stille Gott suchen, im Gebet, im Reden mit ihm. Der Johannes Hartl, der dieses Gebetshaus in Augsburg gegründet hat, schreibt dazu Folgendes. Ich behaupte, es ist nicht schwierig, Gott wahrzunehmen. Und genau, ich spreche nicht nur vom Denken an Gott, sondern vom Wahrnehmen seiner Gegenwart. Denn das kann man. Nur weil wir ihn nicht sehen und anfassen können, heißt das noch lange nicht, dass er nicht real ist. Es gibt alles Mögliche, für das wir Menschen keine körperlichen Sinnesorgane haben. Radioaktivität zum Beispiel können wir nicht wahrnehmen. Doch auch die Freiheit, die Beziehung zwischen zwei Menschen, einen Konflikt oder Schuld ebenfalls nicht. Dennoch
haben wir für all das Antennen. Genauso hat der Mensch Antennen für die Gegenwart Gottes. Doch diese können mehr oder weniger gut ausgebildet sein. Das Erstaunliche an Gott ist nun aber, dass er immer schon da ist. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, sagt Apostel Paulus. Gott lebt nicht in einer anderen Welt, die mit uns nichts zu tun hätte, sondern er ist im Hier und Jetzt. Und das, was dich ins Hier und Jetzt zurückbringt, was dich Gott wahrnehmen lässt, ist die Suche nach ihm. Unsere Seele ist ein Geschenk, das Gott uns für unser Leben gegeben hat. Jetzt machen wir eine kleine Gegenstandslektion. Ich hoffe, man kann das lesen. Gott möchte, dass wir in seine Gegenwart gelangen. Dass wir bei ihm sind, ganz nah, möglichst nah. Denn unsere Seele sucht nach Erfüllung. Sie sucht danach, gesättigt zu werden. Die Seele ist grenzenlos. Und das einzig andere in diesem Universum, was grenzenlos ist, ist Gott. Das heißt, so grenzenlos wie die Gier unserer Seele ist, so grenzenlos, ewig, groß, gewaltig ist Gottes Reichtum an Liebe, Zuneigung, Erfüllung, die er uns geben kann und geben möchte. Und Gott ist das einzige Wesen, das einzige, was diese Sehnsucht der Seele tatsächlich stillen und erfüllen kann. Und einem Menschen, dem das bewusst ist, der drückt das aus. Wir lesen in den Psalmen viele, viele Beispiele davon. Meine Seele, sie dürstet nach Gott. Da wird ein körperliches Merkmal übertragen auf dieses Verlangen der Seele nach Gott. Wie ein ausgedörrtes Land nach Wasser. Meine Seele erhebt sich zu dir, Gott. Sie lobt dich, sie klammert sich an dich, weil sie dich braucht. Sie verlangt, sie schreit nach Gott. Was passiert, wenn wir die Existenz Gottes ablehnen? Wenn wir sagen, es gibt keinen Gott, der dieses Verlangen stillen kann, geht unsere Seele dann einfach in den Standby-Modus? Ich glaube nicht. Eine Seele kann nicht anders, als immer etwas zu suchen, woran sie sich klammert. Es ist wie ein Stück Metall, das in die Nähe eines Magneten kommt. Zack. Das Metall wird automatisch, ohne dass es das will und beeinflussen kann, von diesem Magneten angezogen. In unserer Welt gibt es ganz, ganz viele Magnete, die auf uns einwirken. Das kann Geld sein. Und manchmal zieht uns das an. Dann sind wir weg von Gott. Dann ist das unser Gott. Bei einigen ist das auch Macht. Oh, Macht ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Macht ist ein Faktor, der uns gefangen nehmen kann. Der einen Antrieb bildet für das, was ich tue. Bei manchen ist das auch Sex. Unsere Welt ist gefüllt davon, mit einer völligen, falschen Auslebung der Sexualität. Bei anderen ist es vielleicht das Wissen. Ja, dass mir das besonders wichtig ist. Ich möchte besonders gut in meinem Bereich sein. Ich möchte Karriere machen. Anerkennung, Ehre oder auch Aussehen. Diese Liste könnten wir beliebig fortsetzen, aber jeder findet einen Bereich, der ihm wichtig ist. Egal an welchen Bereich, aber unsere Seele klammert sich immer an Dinge. Eine Seele geht nie in den Standby-Modus. Das gibt's nicht. Entweder wir klammern uns an Gott, ja, manchmal auch, indem wir uns irgendwie daran festhalten, oder wir klammern uns an etwas anderes. Selbst wenn wir das vermeiden wollen, selbst wenn wir hier bei Gott sind, werden wir immer noch angezogen von den Dingen aus der Welt. Das ist so. Manchmal, weil diese Dinge besonders
toll aussehen, glitzernd und irgendwie besonders erstrebenswert erscheinen. Diese Anziehungskraft, die hört nicht auf, die ist immer da. Der sind wir dauerhaft ausgesetzt. Das Problem dabei ist, all das, was wir erreichen wollen, das befriedigt uns auch, aber nur zeitweise. Und irgendwann haben wir etwas, was wir erreichen wollten, und dann brauchen wir was Neues. Das ist wie ein Süchtiger, der kurz von dem, was er genommen hat, berauscht ist, befriedigt ist, und dann fällt er wieder in ein Loch und denkt, ja, und jetzt? Jetzt brauche ich noch mehr. Einen stärkeren Push, etwas Stärkeres, was mich wieder befriedigt. Wenn Jesus also sagt, das Wichtigste im Leben eines Menschen ist es, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dann sagt er das nicht nur deshalb, weil Gott diese Ehre gebührt und weil er es wert ist, dass wir ihn mit all dem lieben, was wir haben, sondern er sagt das auch deshalb, weil dies der einzige Weg ist, die einzige Möglichkeit, wie unsere Seele Erfüllung erlebt, wie unsere Seele Frieden bekommt, wie unsere Seele zur Ruhe kommt. Wenn meine Seele in die Gegenwart Gottes gelangt, dann erfährt sie dort Annahme, Wertschätzung, unabhängig von Leistung und Zustand. Ich habe ja extra mal so ein bisschen so einen Halunken rausgesucht. Ich glaube, das ist der Räuber irgendwie mit Stoppelbart und kariertem Hemd. Da bekommen wir Annahme bei Gott, Bestätigung, egal wer wir sind, was wir tun oder getan haben. Dann erlebt meine Seele absolute, uneingeschränkte Bestätigung für ihr Dasein. Das Wissen, du bist gewollt. Dein Leben hat einen Sinn und einen Zweck. Und wenn ich das bekomme, dann habe ich von Gott diese Energie, dass ich meine anderen Bereiche mithilfe meiner Seele steuern kann. Meinen Willen, meinen Körper, meinen Verstand. Ich kann sie ausrichten auf Gott. Und wenn meine Seele sich in der Gegenwart Gottes aufhält, werde ich davor beschützt, dass sich meine Seele an falsche Götzen hängt, dass ich Götzendienst mache. Eine Seele in der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes, kann nicht zeitgleich Pornos im Internet gucken. Sie kann nicht zeitgleich einem Gegenüber die Pest an den Hals wünschen. Sie kann nicht zeitgleich seinen Partner anlügen. Sie kann nicht zeitgleich die Unterlagen für das Finanzamt falsch ausfüllen. Eine Seele in der Gegenwart Gottes kann das nicht. Es funktioniert nicht. Im Gegenteil, eine Seele in Gottes Nähe blüht auf. Sie lernt zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Sie lernt die Welt, die Menschen durch Gottes Augen zu sehen, sich für Gottes Werte einzusetzen. Sie entwickelt Stärken und Fähigkeiten, die nicht an Applaus und Anerkennung gebunden sind, sondern an wahr und falsch, an wichtig und unwichtig. Eine Seele, die in der Nähe Gottes auflebt, sie inspiriert andere. Sie kann das eigene loslassen, sie kann sich lösen von ihrem Egoismus letzten Sonntag und sich für andere einsetzen. Und dann macht auch der Zusatz Sinn, wenn Jesus sagt, und das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das kann ich tatsächlich, wenn ich andere Menschen aus der Gegenwart Gottes sehe und wahrnehme. Sie kann den Nächsten lieben, weil sie den Wert des Nächsten in der Nähe Gottes erlebt und erfährt. Das alles kann sein, wenn wir in der Gegenwart Gottes bleiben. Wie gelingt das? Unser Tag hat 86.400 Sekunden. Das sind 86.400 Augenblicke. Wie wäre es, wenn wir versuchen, möglichst viele dieser Augenblicke in der Nähe Gottes zu bleiben? Einfach einen kurzen Gedanken zu schicken, ein kurzes Gebet, sich kurz auszurichten, an ihn denken, das eigene Handeln überprüfen, wenn ich gerade in einer Situation bin, was ist richtig, was ist falsch, bei Gesprächen, bei Entscheidungen, die ich treffe. Immer kurz der Gedanke, wo bin ich hier gerade? Wo bin ich gerade? Schon morgens, wenn wir aufstehen, nicht, oh, Wecker, pff,
Gott, ich will heute in deiner Nähe sein. Wenn wir einen Konflikt auszuhalten haben, auszutragen haben, wenn wir Stress haben, Gott, zieh mich in deine Nähe. Vielleicht bin ich dann ein bisschen barmherziger mit meinem Nächsten. Aber auch natürlich in schönen Momenten, bei Erfolgen, die ich feiere. Danke Gott für dieses Leben, für das, was du jetzt geschenkt hast. Also die ganze Zeit möglichst viele dieser 86.400 Sekunden Augenblicke in der Nähe Gottes bleiben. Wir Menschen, wir sprechen ja gerne von Win-Win-Situationen. Das ist die Win-Win-Situation. Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Bei Gott findet unsere Seele Ruhe. Ich möchte abschließend einen Text lesen aus Matthäus, wo Jesus das aufgreift und Folgendes sagt. Matthäus 11, 28 folgende. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das hier, das belädt uns. Das macht unsere Seele mühselig. Ich will euch erquicken. Ich will euch lebendig machen, erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott segne uns damit. Amen.